Danke sehr. Manuel Höferlin, FDP, stellt die nächste Frage. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Bundeskanzlerin, nach einem Referentenentwurf, der in der letzten Woche bekannt wurde, plant Ihre Regierung, dass Internetdiensteanbieter Passwörter und andere Daten aus Mailkonten, Cloud-Diensten, sozialen Netzwerken und vieles mehr an Sicherheitsbehörden herausgeben müssen. Auf der anderen Seite müssen aber die gleichen Anbieter die Daten ihrer Kunden, und dazu gehören auch vertrauliche Informationen wie die Passwörter, aus Gründen der Datensicherheit verschlüsselt abspeichern. Plant die Bundesregierung, Internetdiensteanbieter zu verpflichten, Passwörter zukünftig nicht mehr zu verschlüsseln, um dem nachzukommen? Oder vertraut die Bundesregierung darauf, dass sich die Anbieter nicht an geltendes Datenschutzrecht halten? Weil sonst wird die Herausgabepflicht hier ins Leere laufen. Also die Bundesregierung plant nicht, die vollständige Veränderung der Passwortpraxis gegenüber allen Kunden, sondern Sie wissen, dass das, was jetzt in Rede steht, ein Versuch ist, eben auch an Kommunikation zu kommen, wenn erhebliche Verdachtsmomente geäußert durch richterliche Entscheidung vorliegen und dann, so wie man es in anderen Bereichen auch hat, aber da gab es ja mit der FDP auch viele Diskussionen über die Frage der Telefonkommunikation, dass man diese Möglichkeiten in Fällen hat, wo rechtsstaatlich darauf hingewiesen wird, dass man die Kommunikation überprüfen sollte. Und selbstverständlich wird das dann auch parlamentarisch abgesichert sein, so wie das heute schon ist. Und insofern finde ich, sollten wir alle nicht den Eindruck erwecken, als würde die Bundesregierung in Zukunft sozusagen in breiter Art und Weise Kommunikation von Bürgerinnen und Bürgern überwachen wollen. Das tut der Sache nicht gut. Nachfrage? Ja. Herr Kollege. Ja, ich erinnere mich sehr gut an die Diskussion, Frau Kanzlerin, um ein Zitat aus Ihren Reihen zu nehmen. Da, wo keine Daten sind, kann man auch keine abholen. Das trifft allerdings auf verschlüsselte Passworte zu. Deswegen nochmal die Nachfrage. Man müsste sie ja unverschlüsselt abspeichern. Das ist entgegen jedem Grundsatz, den derzeit Internetanbieter, Diensteanbieter insgesamt betreiben. Außerdem gibt es ja das Credo auch dieser Bundesregierung, Deutschland soll Verschlüsselungsweltmeister werden. Wir wollen also die höchsten Sicherheitsstandards. Wir wollen eine Behörde haben, die Cybersicherheit gewährleistet. Wie bringen Sie das in Einklang, dass wir auf der einen Seite Verschlüsselungsweltmeister sind, Verschlüsselung und Privatsphäre hochhalten, die Datenschutzgrundverordnung und den Schutz der Rechte des Einzelnen nach vorne getrieben haben und auf der anderen Seite beispielsweise, wenn Sie wollen, an Passwörter kommen? Das geht technisch nicht und das entspricht auch nicht dem Grundsatz. Gut, ich werde mich technisch kundig machen. Es ist nicht geplant, dass wir die Verschlüsselung von Passwörtern aufheben. Das habe ich jedenfalls nicht gehört. Ich habe den Gesetzentwurf auch noch nicht in jeder Zeile gelesen. Ich werde Ihnen nachreichen, wie das mit den verschlüsselten Passwörtern und der möglichen Überwachung ist. Die Justizministerin wird sich darüber Gedanken gemacht haben. Danke sehr. Vielleicht kann ich sogar noch im Nachklang den Staatssekretär fragen. Die nächste.